Inputs und Outputs sind ganz essentiell, wenn es darum geht, einen Prozess zu modellieren. Die braucht man zum Beispiel im SciPoC oder auch, wenn man dann entsprechende Analysen machen möchte. Welche Dokumente zum Beispiel braucht ein bestimmter Prozess von seinem Vorlieferanten, um den gut durchzuführen und danach gute Ergebnisse zu liefern. Und wie man diese Inputs und Outputs in der Prozessmanagement Suite Adonis richtig modelliert und wenn man das auch gut analysieren kann, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Die Modellierung von Inputs und Outputs an den Prozessen ist einer der ganz wesentlichen Faktoren, damit man später zum Beispiel solche Dinge wie Dokumentenlenkung realisieren kann, beziehungsweise auch analysieren kann, welche Prozesse generieren eigentlich welchen Output und welchen Input benötigen sie dafür. Und habe ich eigentlich auch schon Folgeprozesse, die den Output weiterverarbeiten, oder habe ich Prozesse als Lieferanten zum Beispiel, die den notwendigen Input auch entsprechend produzieren. Wir haben jetzt hier die Prozesslandkarte von unserer Beispielfirma, die Schreinerei Bodenlos. Und da gehen wir jetzt mal in einen entsprechenden Prozess rein, zum Beispiel Antiquitäten verkaufen. Da haben wir jetzt, der Kunde hat einen Kaufwunsch, es wird ein Verkaufsgespräch geführt. Dann signalisiert der Kunde eben, dass er den Kaufwillen hat, ja oder eben nein. Bei nein wird der Verkauf abgebrochen und bei ja wird ein Kaufvertrag abgeschlossen. Und jetzt kann man eben anfangen, hier an den Aktivitäten über das entsprechende Repository und die entsprechenden Attribute, die Inputs und Outputs entsprechend zu modellieren. Mit einem Doppelklick auf die Aktivität kann ich hier auf Input gehen und kann entsprechend mir ein Dokument suchen, wie zum Beispiel einen Warenwirtschaftseintrag. Also einen Eintrag im Warenwirtschaftssystem zum Beispiel, dass dieses Produkt eben als Artikel angelegt ist, den brauche ich eben, wenn ich danach einen entsprechenden Kaufvertrag eben abschließen möchte. Und als Output kann ich eben entsprechend anlegen, zum Beispiel auch dann den Kaufvertrag, der mir hier angezeigt wird. Und damit habe ich die Inputs und die Outputs für diese Aktivität eben entsprechend modelliert. Und die sind nicht nur eben hinzugefügt im Sinne eines Bilds zum Beispiel, wie man das vielleicht von PowerPoint oder Visio kennt, sondern tatsächlich als verknüpfte Objekte aus der Datenbank, damit ich später eben darüber auch die entsprechenden Analysen fahren kann. So, man sieht eben auch angezeigt hier mit diesen kleinen Pfeilen raus und rein, dass wir an dieser Aktivität eben die entsprechenden Inputs und Outputs modelliert haben. Ein zweiter Teil, wo ich die Inputs und Outputs entsprechend modellieren kann, das wäre dann quasi der zweite Schritt auf eine etwas aggregiertere Art und Weise. Ich könnte mir jetzt für alle Aktivitäten, wo ich eben Inputs und Outputs eben drin habe, über die Modelleigenschaften die entsprechend auch verknüpfen. Das machen wir einfach nochmal. Wir nehmen jetzt hier wieder unseren Warenwirtschaftseintrag. Man kann natürlich auch über Drag and Drop das Ganze entsprechend reinziehen. Man kann mal schauen, wo habe ich unseren Kaufvertrag. Hier ist der Kaufvertrag, wenn ich das hier einfach rüberziehe, dann sieht man eben als Output zum Beispiel Objekt ablegen. Über Drag and Drop geht das Ganze eben auch. Jetzt habe ich hier ein paar mehr markiert gehabt. Das war jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, aber ich kann die auch entsprechend wieder einfach entfernen. Wir brauchen die Markierung später nochmal, um was anderes zu zeigen. So, wir haben jetzt unseren Kaufvertrag als Output. Das Ganze speichern wir, machen wir zu. Und damit haben wir auch in den Modelleigenschaften entsprechend unsere Inputs und Outputs hinterlegt. Nachdem wir die Synchronisierung eingeschalten hatten von der Prozesslandkarte auf das entsprechende hinterlegte BPMN-Modell, Sie sehen das hier, dass es da entsprechend hinterlegt ist und dass auch die Synchronisierung eingeschalten ist. Wie das genau geht, haben wir im vorgehenden Tipp besprochen, wie man synchronisiert. Damit haben wir aber auch entsprechend schon hier bei den Inputs und Outputs eben genau die Dinge, die wir gerade in den Objekteigenschaften, Modelleigenschaften des BPMN-Modells hatten, sind hier eben rein synchronisiert worden. So, jetzt habe ich natürlich hier einen Kaufvertrag als Output gehabt. Jetzt kommt was, was ich persönlich immer ganz gerne mache. Ich möchte sowas auch auf den Landkarten entsprechend visualisieren. Dazu kann man eben ein Leistungsobjekt zum Beispiel wählen. Das nenne ich eben jetzt Kaufvertrag. Und wenn ich jetzt diesen Kaufvertrag entsprechend hier referenziere, hier mit dem Kaufvertrag, dann sehe ich das hier eben auch nochmal entsprechend mit drin. Und ich persönlich mag es eigentlich, und das ist aber jetzt Geschmackssache, wenn man eben die wesentlichen Outputs aus den Prozessen eben mit so einem Leistungsobjekt miteinander verknüpft.
Der Folgeprozess wäre dann zum Beispiel die Verträge abrechnen. Also diesen Kaufvertrag, der hier erstellt worden ist, den müsste man eben danach auch entsprechend abrechnen. Jetzt verknüpft man das mal so miteinander. Und da können wir auch hier nochmal reinspringen. Ich mache es ein bisschen kürzer, nur in den Modelleigenschaften. Packe ich jetzt hier eben rein als Input den Kaufvertrag. Und als entsprechenden Output zum Beispiel eine Antiquitätenrechnung. Die haben wir hier. Wenn Sie das Objekt, was Sie suchen, nicht finden, dann können Sie natürlich selbstverständlich hier über das Symbol neues Zielobjekt anlegen, jedes fehlende Objekt entsprechend anlegen in der Datenbank. Also das war nur kurzer Hinweis. Ich hatte das nur vorbereitet, eben jetzt hier für das Tutorial. So, jetzt schließen wir das Ganze wieder. Und damit mit Speichern sehen wir eben auch jetzt hier wiederum über die Synchronisierung, dass wir eben jetzt den Kaufvertrag als Input haben und die Antiquitätenrechnung eben als Output. Jetzt könnte man eben genauso das nochmal ergänzen und sagen, ich mache da eben noch ein Leistungsobjekt rein. Ich nenne die auch Antiquitätenrechnung. Ich verknüpfe das wieder mit unserem entsprechenden Dokument. Und damit habe ich schon jetzt eigentlich eine Prozesskette erstellt, wie man sie normalerweise eben so kennt auf solchen Landkarten. Also Antiquitäten verkaufen, als wesentlicher Output kommt eben ein Kaufvertrag raus. Den brauche ich eben, um die Verträge abzurechnen und zum Schluss gibt es eben eine Antiquitätenrechnung. Jetzt zum Thema Input-Output-Analyse, da sind wir jetzt im Bereich der Prozessanalyse. Gibt es da auch eine wunderbare Lösung eben von Adonis, wie das funktioniert. Ich hatte das eben hier mit dem markierten Dokumenten bereits vorbereitet. Rechte Maus, also markieren Sie die entsprechenden Dokumentenobjekte, die Sie analysieren möchten. Rechte Mausklick macht das Kontextmenü auf Charts erstellen und dann kann man hier auf die entsprechende Matrix gehen. So, und damit bekommen Sie eben gleich einen Vorschlag eben von verschiedenen Vorlagen, die Sie da haben. Da können wir jetzt mal hergehen, die Input-Output-Analyse für den Prozess. Das heißt, wir sehen jetzt hier die entsprechenden Prozesse, wo eben unsere Inputs und Outputs eben wirklich verwendet worden sind. Und man kann sich eben anschauen, okay, es gibt auch zum Beispiel Einträge wie diesen Warenwirtschaftseintrag. Der ist zwar verwendet worden tatsächlich im Bereich eben des Outputs, aber es fehlt eben tatsächlich der Input. Also wer erstellt eben diesen Warenwirtschaftseintrag? Der müsste zum Beispiel dann vorher noch einen Prozess geben, wie Stammdaten pflegen oder sowas, oder Sortiment pflegen, Wareneingang, wie auch immer, sowas müsste man auch irgendwo haben. Das sieht man eben auch, dass man Prozesslücken eben damit ganz gut auch aufdecken kann. Wir sehen eben auch hier oben unseren Kaufvertrag zum Beispiel. Der Kaufvertrag ist eben sowohl der Input gewesen, als eben auch mal dann der Output. Also wir haben ihn einmal bei den Antiquitäten verkaufen, eben tatsächlich als Output. Wir sehen ihn aber eben auch, weil es die Zeile ist, das sehen Sie in der Legende, da Zeile ist quasi Output. Und wir sehen in der Spalte eben für Verträge abbrechen, ist der Kaufvertrag eben der entsprechende Input. Auf die Art und Weise lassen sich eben sehr, sehr leicht Prozessanalysen eben durchführen und sich eben anschauen, welche Objekte, also welche Dokumente zum Beispiel werden denn schon wo verwendet. Entsprechend kann man sich dann darum kümmern. Zum Beispiel beim Kaufvertrag selber, man kann den auch doppelklicken, kann man jetzt eben zum Beispiel reingehen, indem man es hier auf sich alle Attribute anzeigen lässt. Jetzt könnte man zum Beispiel auch festlegen, wer ist denn eigentlich der Verantwortliche für dieses Dokument, zum Beispiel für den Kaufvertrag. Da kann man eben hier hinten entsprechend für die Dokumentenlenkung, Sie sehen hier schon die Einträge nach der ISO 9001 zum Beispiel, genau festlegen, wer ist denn jetzt hier der Richtige eigentlich, der sich um dieses Dokument kümmert. Möglicherweise gibt es ja auch Musterkaufverträge zum Beispiel, dann eben erst zu einem ausgefüllten Kaufvertrag werden. Auch da kann man eben solche entsprechenden Schritte ganz gut modellieren und hat es dann entsprechend im Griff mit. Das soll es mit gewesen sein. Kurzer Ausblick vielleicht noch hier. Man kann es natürlich nicht nur auf Prozessebene machen, sondern auch auf Aktivitätenebene. Damit sind wir eben dann an den Inputs und Outputs von den jeweiligen Tätigkeiten selber. Beim Kaufvertrag abschließen zum Beispiel haben wir eben diesen Kaufvertrag entsprechend drin, beim Angebot vorbereiten für die entsprechenden Angebote. Also man kann das ganz leicht umschalten zwischen den Aktivitäten im BPMN-Projektprozess beziehungsweise eben auch dann auf der
entsprechenden Prozessobjektebene, was dann etwas höher aggregiert ist für einen besseren Überblick. Das war's gewesen. Wir sehen uns im nächsten Adonis-Tipp.